So etwa sieht sie aus, die Realität in der Ukraine. Menschen, die am Boden liegen, dazu die Sirenen des Luftalarms und blutverschmierte Kleidung. Sehr plastisch protestieren diese Demonstranten heute in Brüssel. Eine ihrer Forderungen, die EU müsse endlich aufhören, Öl in Russland zu kaufen. Viel zu viele Ukrainer wurden getötet, weil ihr keine Entscheidung trefft. Weil ihr jetzt schon mehr als einen Monat braucht, um über das 6. Sanktionspaket zu diskutieren. Doch dieses 6. Paket und damit ein Ölembargo wird wohl auch heute nicht beschlossen. Vor allem Ungarn blockiert den Schritt. Entweder ist die EU in der Lage, sich zu bewegen und ein ganz klares Signal an Russland zu senden, oder wir hängen fest. Und derzeit wird leider die ganze EU in Geiselhaft genommen von einem Mitgliedsland. Von Geiselhaft aber könne keine Rede sein, findet Ungarn. Über diese Raffinerie südlich von Budapest wird das Land mit Treibstoff beliefert. Ohne russisches Öl sei das nicht möglich. Ein Argument, das die deutsche Außenministerin durchaus versteht. Wir als Deutsche haben deswegen von Anfang an gesagt, dass man, wenn man so einen Schritt geht, den bestens vorbereitet haben muss, weil er muss eben auch durchhaltbar sein. Dennoch glaubt Baerbock an eine Lösung in den nächsten Tagen. Die Demonstranten draußen vor der Tür dürften das gern hören. Fragen wir noch mal nach bei Markus Preis in Brüssel. Warum tut sich Ungarn so schwer? Naja, man hat ja immer sofort den Verdacht, dass das sozusagen ein politisches Kräftemessen ist, gerade wenn Ungarn daran beteiligt ist, also dass man im Prinzip einfach auch mal Widerstand gegen die EU zeigt. Aber nicht wenige Länder sehen eben auch ein ganz praktisches, ein ganz konkretes Problem. Ungarn ist sehr abhängig von dem russischen Öl. Manche Politiker sagen, da ist nicht die Wahl, nehmen wir russisches oder welches aus Saudi-Arabien, sondern haben wir Öl oder haben wir keins. Also man sieht diesen Punkt doch sehr stark. Das hat die deutsche Außenministerin deutlich gemacht. Das hat aber auch Österreich zum Beispiel anerkannt oder auch Luxemburg. Und man muss sich einfach das auch nochmal sozusagen in den Verstand selber holen und sehen, Deutschland argumentiert ganz ähnlich, wenn es zum Beispiel um Gas geht. Da sagt man einfach, wir sind nicht so weit. Deswegen ist dieses Thema jetzt nicht mehr so auf der Tagesordnung. Ungarn hat das Problem eben beim Öl. Mhm. Ungarn stellt aber jetzt deutliche, klare Forderungen. Wie kann man da überhaupt zusammenkommen? Ja, aus Sicht vieler Länder hat Ungarn ja auch schon eine ganze Menge Konzessionen eigentlich bekommen. Zum Beispiel die Frist, dass die erst Ende kommenden Jahres sein soll. Also dass man noch eine relativ lange Übergangsfrist hat, um sich darauf einzustellen. Jetzt kommt es einfach darauf an, mit Ungarn da nochmal zu reden, zu gucken, wie kann man dem Land helfen, um vielleicht diesen Schritt dann doch zu gehen. Für viele Länder eben jetzt schon sofort und für andere, zum Beispiel Ungarn, eben erst etwas abgestuft, etwas später. Und was denken Sie, wann wird es eine Entscheidung geben? Baerbock sagt ja in den kommenden Tagen. Wie schauen Sie drauf? Also insgesamt muss man sehen, die Sanktionen, die verhängt wurden, die wurden ja auch aus Brüsseler Sicht in Lichtgeschwindigkeit jeweils beschlossen, obwohl das sehr weitreichende Entscheidungen waren. Jetzt bei diesem Ölembargo, da wird schon fast einen Monat drüber diskutiert. Schon 12 Tage liegt der Vorschlag auf dem Tisch von Kommissionspräsidentin von der Leyen. Es gab zahlreiche Treffen der EU-Botschafter. Das ist ja im Prinzip hier die Arbeitsebene, aber eben noch ohne greifbares Ergebnis. Man hofft, dass das in den kommenden Tagen doch noch passieren kann, aber sicher ist das nicht. Die EU will ja unbedingt gegenüber Russland geeint auftreten. Jetzt schert aber ein Land aus. Wie schaut man da in Brüssel drauf? Ja, das ist ja eben genau das Problem. Der litauische Außenminister hat das heute auch noch mal sehr deutlich gesagt. Man vermittelt da so ein bisschen den Eindruck, dass man eben jetzt festhängt. Und da gibt es durchaus auch Kritik, zum Beispiel an der EU-Kommission, an Kommissionspräsidentin von der Leyen, die ja mit diesem Vorschlag rausgekommen ist, ohne dass man schon quasi die Mitgliedstaaten alle sozusagen auf der Seite hatte. Also das ist nicht unbedingt ein gutes Zeichen, aber das zeigt auch, mit den Sanktionen, die Russland richtig treffen, aber die hier nicht so große Auswirkungen haben, da ist man jetzt am Ende. Jetzt kommt man in die Bereiche, wo es eben auch innerhalb der EU richtig wehtun würde. Das Thema Gas, wie gesagt, hat man schon ein bisschen an die Seite gelegt, auch weil Deutschland sagt, das geht noch nicht. Und beim Öl ist man jetzt an einem ähnlichen Punkt. Schauen wir noch mal ganz konkret auf den Zeitplan. Wann könnte denn überhaupt so ein Embargo umgesetzt werden? Sie haben es ja schon gesagt, da ist ja schon viel Zeit jetzt mittlerweile vergangen.
Ja, wenn es nach der EU-Kommission geht, dann würde man das gerne möglichst schnell machen. Umsetzen, den Beschluss, den kann man theoretisch sozusagen sofort treffen. Die Frage ist halt nur praktisch, ist das machbar? Und da gehen die Meinungen, wie gesagt, sehr stark auseinander. Dass man das jetzt sehr schnell macht, es deutet momentan nichts darauf hin. Auch die EU-Botschafter, die ja, wie gesagt, die Arbeitsebene sind, die sowas beraten, haben sich am Wochenende nicht nochmal getroffen, einfach weil die Sache wirklich sehr festgefahren ist.